Ich bin Nido und arbeite bei Lidl Schweiz als Spezialistin im Team IT-Service und Support. Die Tätigkeiten hier sind First-Level-Support für unseren Hauptsitz hier in Wiefelde, für unser Warenverteilzentrum und für unsere Filialen. Neben der Hotline, wo wir halt telefonisch haben, bekommen wir auch Tickets über, die wir lösen. Und wir sind teilweise auch in diesen Projekten verwickelt, die in der Filiale oder im Lager stattfinden. Also als Quereinsteiger oder ein ausgelernter Informatiker, da ist super im Service und Support. Wichtig ist, dass man die IT ein bisschen im Fingergespür hat, dass man weiß, wo man was sucht, dass man auch die ganzen Dienstleistungsgedanken hat, dass man Bereitschaft zeigt. Wir haben aber auch andere Bereiche, wo ein bisschen Projektmanagement ist, wo die ganze Infrastruktur mit dem Server und alles stattfindet. Dort ist ein Studium wichtig für uns. Also es ist mega schön, wenn du eben direkt kannst helfen kannst und die Leute bedanken sich und sind auch mega erfreut, dass man direkt helfen können. Und das ist, glaube ich, das Größte, dass man eben kann helfen kann, weiss, wo suchen, weiss, wo weitergehen, das ist das Beste eigentlich bei uns. Die Filialen, die uns anrufen und mir eigentlich auch direkt helfen können, vor allem auch die ganz sprachlichen, die italienischen oder französisch sprechenden Filialen, das sind unsere, ich sag mal, besten Momente, die wir eigentlich haben, weil es halt auch uns herausfordert, die Sprache ein bisschen besser zu lernen. Und ja, das macht, glaube ich, mir am meisten Spass am Tag. Ich habe mich beworben direkt nach der Lehre und dann mein erstes Gespräch hier im Lidl mit meinem Bereichsleiter und mit meinem Vorgesetzten. Es war von Anfang an wirklich eine super Stimmung, auch beim Gespräch, man war nicht nervös, es war sehr angenehm. Und die ganze Stimmung war mega super, auch beim Schnuppertag, das ganze Team, es war mega offen, hat mir alles gezeigt und das war eigentlich ganz schnell, dass ich bei Lidl anfangen würde. Es ist viel strukturierter mit der ganzen Aufgabenaufteilung, wer was machen muss. Es ist viel professioneller geregelt, wie man hier vorangeht. Und man weiß einfach immer, wo man sich melden muss mit diesen Sachen. Wir bekommen auch Rückmeldungen an unseren Vorgesetzten geschickt, über, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben. Spüren wir auch, dass die Dankbarkeit da kommt. Ja, also der Klischee stimmt teilweise bei uns schon. Wir sind in 4 oder 5 verschiedene Bereiche aufgeteilt. Jetzt in meinem Team zum Beispiel sind wir alle ganz jung und eher nicht klischeehaft, sage ich jetzt mal. Wir sind halt wirklich, wenn jemand nicht weiterkommt, dann ist der andere da. Wir haben auch den Gedanken dahinter, auch wenn es jetzt im Pickendienst am Abend um 6 Uhr ist, dass wenn einer nicht weiterkommt, egal wer, wie, wo, wir helfen uns immer gegenseitig. Also Team wird bei uns wirklich groß geschrieben. Wir haben eigentlich einmal in der Woche ein Bier nach 4, wo man veranstaltet, wo einfach jeder dazu kommt, der noch will in der IT. Wir haben auch sehr oft ein Team-Event, das organisiert wird, wo wir gehen grillen, wo wir etwas machen. Für uns ist eigentlich das Bier nach 4 das wichtigste Highlight der Woche. Also Lidl hat definitiv noch Zukunft hier in der Schweiz und ich selber sehe auch noch meine Zukunft hier für die nächsten paar Jahre. Ich mache auch jetzt aktuelle Weiterbildung und habe auch Aufstiegsmöglichkeiten hier drin, darum es hat Zukunft.